Liebe Freunde, ich im Welt bin, da ich dies hier spreche, mehr als 80 Jahre alt. Und wenn meine Rede mir nicht mehr so vom Munde fließt wie einst, so müsst ihr das verstehen. Ich möchte der Geschichte, die hier erzählt werden soll, ein Wort voranstellen, weil jeder Mann im Voraus wissen soll, dass die Gerechten von Komoro keine Gegenfüßler der Heiden von Komoro sind. Das Ende eines Buches umschließt nicht immer das Ende der Menschen, die in dem Buche handelten oder litten. So also erzähle ich in den Gerechten von Komoro, was sich im Herbst und Winter und Frühling, nachdem der alte Kuhhirte davongejagt worden war, an Handlungen der Heuchelei und des Bekennens, des erdhaften Zufassens, des düsteren Schreckens und des fröhlichen Gelächters ereignete. Das ist aber keineswegs so lange her, wie manche Menschen glauben. Und wäre es auch noch länger her, so haben wir dennoch eine Berechtigung, von jenen Zeiten zu erzählen. Vielleicht gar eine Verpflichtung. In jenen Jahren gab es in Deutschland noch eine geistliche Schulaufsicht. Und als Superintendent Sanftleben bei der letzten Visitation die Kinder von Komoro fragte, welches der schönste Monat des Jahres sei, und in seinem poetischen Stadtgemüt erwartete, sie würden wie in aller Welt den Mai nennen, bekam er die feste Antwort: So, so, der September. Sag du mir, mein Sohn, welcher ist der schönste Monat des Jahres? Na, Martin Grambauer, sag dem Herrn Superintendenten, welcher Monat der schönste ist? Wir haben es doch schon gesagt, Herr Pastor, der September. Der September, das eben verstehe ich nicht. In Komoro ist alles anders als im übrigen Deutschland. Auch die Arbeit des Pastors und des Lehrers, nicht wahr, Kantor Kernegiese? Stimmt, stimmt, Herr Pastor, alles ist anders, bloß unsere Besoldung nicht. Ich hab's der hochwohllöblichen vorgesetzten Behörde oft genug gesagt und geschrieben. Alles ist hier anders, alles. Warum nicht auch der schönste Monat? Der September. Meine lieben Kinder, was ist denn so schön an ihm? Ich könnte mir denken, dass ihr den Juli schön findet. Dann scheint die liebe Sonne schön warm, dann sind Ferien, ihr könnt verreisen. Ja, so kann er denn verreisen. Der September hingegen ist ein Monat, der schon den Verfall mit sich trägt, das Vergehen. Schön und lieblich ist das Werden. Dieses nennt man in der Natur... Na? Na ja, sag du es. Wie nennt man das Werden? Hermann Wendland, steh auf, wenn der Herr Superintendent eine Frage an dich richtet. Na, mein Sohn, du machst ein so träumerisches Gesicht. Na, sag uns bitte, wie nennt man die Kindheit in der Natur, das Werdende? Ach, das ist verschieden. Da gibt es mehr als zwei Namen für das Werdende, oder wie Sie sagen. Wenn es eine Kuh ist, dann ist es ein Kalb. Wenn es ein Pferd ist, dann ist es ein Fohlen. Wenn es eine Gans ist, dann ist es ein Güssel. Wenn es... Halt mal! Die Kindheit in der Natur nennt man Frühling oder Lenz. Was ist also der Frühling? Na? Wendland, wenn du mit deinen Daumen auch noch so rasch rumleierst, ich sehe doch, dass du den Dreck von 8 Tagen unter den Nägeln hast. Also antworte gefälligst. Was ist der Frühling? Der ist sehr verschieden, Herr Pastor. So, sieh mal an. Und warum ist er verschieden? Und wie ist er verschieden? Na, mal ist der Frühling nass und mal ist er trocken. Ja, und wenn er trocken ist, dann taugt er nichts. Im Bruch, da geht es ja noch. Aber am Marienkirchhofsberg, wo Sie Ihren Acker haben, Herr Pastor, oh, da kriegen Sie da nicht viel Roggen nach Hause. Martin Grambauer, sag du dem Dussel, was der Frühling ist. Eine Jahreszeit, Herr Kantor. Sehr richtig. Und welche Jahreszeit, mein Sohn? Welche? Wieso? Wer hat hier zu fragen, Martin? Du oder der Herr Superintendent? Also, wie viele Jahreszeiten haben wir? Na, 4. Sie heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Schön.
Aber wenn ich frage, wie viel, so hast du nur mit einer Zahl zu antworten, nicht auch noch mit Namen. Stimmt's denn nicht? Schon, aber nach dem Namen wollte ich besonders fragen. Na, das habe ich mir gedacht, Herr Pastor, dass Sie das noch fragen würden. Und da habe ich es gleich mitgesagt. Also, meine lieben Kinder, wir sind uns einig über die Jahreszeiten. Die erste von Ihnen heißt also? Frühling. Sehr gut. Und wie kann man den Frühling noch nennen? Ein Kind. Das nun gerade nicht. Ich habe euch doch die andere Bezeichnung vorhin schon genannt. Wer weiß es noch? Wer kann mir sagen, was der Lenz ist? Nun, Kleine, du hast auch den Finger hoch. So sage mir, was ist der Lenz? Mein Vater. Kindheit, Vaterschaft, Frühling, Lenz. Es schien wirklich, dass dieses Kummero einen besonderen Platz einnahm. Und so war dieser geistliche Herr nicht mehr begierig zu erfahren, weshalb ein kleines Mädchen aus diesem Dorf sichtlich erfreut behauptete, der Lenz sei ihr Vater und der Pastor von Kummero, sein Amtsbruder Breithaupt, darüber noch unbekümmert lachen konnte. Er wendete sich an den kurzen, dicken Zeigefinger, der auf einer runden, rotbehaarten Hand aus einem zerrissenen Rockärmel aufgereckt, verzweifelt über einem roten, widerborstigen Haarschopf kreiste. Du da! Wie heißt du doch? Na, Johannes doch. Und weiter? Na, Bärensprung doch. Danach brauchen Sie mich nicht immerzu wieder zu fragen, wo ich mich doch gemeldet habe, um das andere zu sagen. Es ist schön, dass gerade du es weißt. Also, Johannes, nun sage du ihnen mal, was ist der Lenz? Das sind zwei in Kummero, Herr Superdent. Einer ist Herr Graf sein Schäfermeister, einer ist bei der Eisenbahn. Dies alles sind kindliche Missverständnisse, meine Herren. Aber dass diese Jugend so beharrlich den September den schönsten Monat nennt, das muss ich noch herausfinden. Was ist es also, was uns am Mai so gefällt? Das ist verschieden. Am Mai, der ja auch Wonnemonat genannt und von den Dichtern als schönster Monat des Jahres gepriesen wird. Also, Martin Grambauer, was gefällt uns so am Mai? Hermann hat es doch schon gesagt, nämlich, wenn er uns gefallen soll, dann muss er verschieden sein. Zuerst, dann muss er nass sein und kühl. Und wenn die Eisheiligen vorbei sind, dann muss es warm werden. Aber nicht so warm wie im Juli, sonst verkalbt der Mai. Was tut der Mai? Na, er verkalbt. Er verkalbt? Na, wenn eine Kuh ihr's nicht ganz austrägt und das Kalb kommt zu früh und ist noch nicht fertig, dann hat sie verkalbt. Und wenn der Sommer schon im Mai kommt... Aber mein Junge, man darf doch nicht alles nur vom Nützlichkeitsstandpunkt aus ansehen. Im Mai, da ist alles wieder auferstanden in der Natur. Da blüht alles neu, da jubilieren die Vöglein. Da fühlt der Mensch nach des Winters Nacht die warme Hand des Schöpfers neu. Und darum ist der Mai der schönste Monat. Also, wann sieht die Erde am schönsten aus? Wenn wir sie verkehrt anschauen. Verkehrt? Wie denn verkehrt? Hier. Na so, den Kopf ganz tief runter und dann durch die Beine gucken. Und dann durch die Beine gucken? Doch, Herr Superdent, das machen Sie mal nachher. Dann ist alles viel deutlicher und viel bunter auch. Wie kommt ihr zu solchem Unsinn? Das hat uns Krischan gezeigt, Krischan Klammbüdel, der bei uns die Kühe hütet. Und Unsinn ist das gar nicht. Nicht wahr, Herr Kantor? Eine volkstümliche Meinung, Herr Superintendent. Vermutlich hängt das mit dem gesteigerten Blutdruck und dem zweifellos andersartigen Gesichtswinkel zusammen. Haben Sie das etwa ausprobiert? In Ihren Jahren? Als Krischan das aufbrachte, war ich noch jünger. Aber auch das Alter enthebt den Lehrer nicht der Nachprüfung einer Behauptung von Schülern. Bei offenbarem Unsinn sehr wohl. Es ist aber so, Onkel Superintendent. Mein Papa weiß es. Verzeihen Sie die Dreistigkeit meiner Tochter, Herr Superintendent. Aber es war schon so. Im vergangenen Jahr beim Heuen. Wir sprachen über die Schönheit der Heimat,
wenngleich auch nicht mit so wohlgewählten Worten, wie Sie sie vorhin fanden. Da versetzte sie mir die Weisheit des alten Kirchherrn. Na ja, Sie kennen das Mädel. Wenn sie was will, lass sie nicht locker. Und da haben Sie... Ja, da habe ich. Wir waren ja allein. Und es ist was Wahres dran. Ich erkläre es mir... Lassen wir das, meine Herren. Vielleicht erklärt Ihnen der geschätzte Kollege von der Kuhweide auch noch, warum der Schöpfer den Menschen die Augen in den Kopf und nicht in die Kniekehlen gesetzt hat. Machen Sie es nachher ruhig mal draußen, Herr Superdent. Du redest allerhand Unsinn, Johannes. Erklär mir doch nun endlich, warum der September der schönste Monat sein soll. Weil dein Kinderfest ist. Na, und weil der Herr Graf Geburtstag hat und wir Fackelzug machen und Pfannkuchen kriegen und Punsch. Na, und weil da alles reif wird und weil dann auch Auskäst ist. Ja. Und weil dann der zweite Heuschnitt gemacht wird und weil das Locken losgeht. So, das Locken. Wir wollen für diesmal Schluss machen, meine Herren. Marsch auf den Hof, Kinder! Ich muss mich bei jedem meiner Besuche immer mehr davon überzeugen, das Ergebnis ist nicht befriedigend. Es wird immer unbefriedigend sein, Herr Superintendent, solange diese Schule es ist. 80 Kinder von 6 bis 14 Jahren in einer Klasse und ein einziger Lehrer? Bei diesem Lehrplan... Hätten Sie die Grundfächer des Lehrplanes zum Allgemeinbesitz Ihrer Schüler gemacht, Ihre Schule wäre ein Musterinstitut. Aber übersehen wir nicht bei allem Wohlwollen, dass dieses Musterinstitut für Schüler bestimmt wäre, deren Köpfe schon mit dem Wissen vom Verkalben des Monats Mai, vom Werden der Güssel und Fohlen und vom Locken bei der Heumat im September angefüllt sind. Es sind Dorfkinder. Kinder aus Familien, in denen geistige Güter überflüssig sind. Es genügt, sie zu anständigen Christenmenschen zu erziehen. Wie ist es, Herr Pastor? Ist der Tisch schon gedeckt? Natürlich, Herr Superintendent, natürlich. Meine Frau erwartet Sie schon. Wie in jedem Jahr, so auch heute. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wo gehen die hin, Ulrike? Backhühner essen. Aber Vater hat schon gesagt, lang macht das nicht mehr. Er füttert sie nur noch für die alljährliche Inspektion. Mensch, Martin. Backhühner. Diese Schulüberprüfung war im April gewesen, nun war es September. Dass die Kummerrohr in jedem Jahr 2 Erntefeste feiern konnten, verdankten sie, so seltsam es klingt, den Störchen. Jahrzehntelang hatten alle, Graf, Pastor, Kantor, Bauern, Tagelöhner und Knechte, bei Kaffee und Kuchen und Schnaps zusammen Auskost gefeiert, waren wenigstens an dem einen Tag nach außen hin ein Herz und eine Seele gewesen. Und das war so. Wilhelm Trebin, einer der reichsten Bauern in Kummerow, war schon einige Jahre verheiratet und stark beunruhigt, es könne ihm der Erbe ausbleiben. Ganz abgesehen von der ewigen Stichelei im Dorfe. Und so hat es Wilhelm Trebin für richtig gehalten, auf den Giebel seiner alten Strohdachscheune ein hölzernes, reifenloses Rad zu legen und ein heimatloses Storchenpaar ersucht, sich ein Nest zu bauen. Sein Vetter schwor Stein und Bein darauf, seine 5 Jungs wären nur auf diese Art zustande gekommen. Es siedelte sich auch bei Trebin ein Storchenpaar an und schmiss jedes Jahr ein Kindchen in Trebins Schornstein. Aber verdammt nochmal, immer wieder Mädchen. Nun waren es schon 4. An einem Apriltage des nächsten Jahres kam wieder das Storchenpaar und bald darauf das 5. Mädchen. Doch dann war, gerade als das Storchenpaar wieder so richtig eingerichtet war, ein 3. Storch dazugekommen und schlief. Tja, und da war es geschehen. Graf Runkelfritz, wie sie in Kummerow respektlos den Herrn von Runkowitsch wegen seiner vielen Zuckerrunkel nannten, war in sehr guter Stimmung durch den Garten gekommen. Das ging ihm immer so, wenn er auf Jagd war. Und er hat auch jetzt das Schießgewehr um und angeblich, weil er Trebin eine Freude machen wollte, legte er an und knallte den zudringlichen Storch ab. Die dazugehörige Ehefrau zog gleich darauf von dann. Aber auch das 2. Storchenpaar verließ das Nest und war dem ganzen Jahr nicht mehr gesehen. Als im nächsten Jahr kein Storchenpaar das Nest auf Trebins Scheune bezog, begehrte Wilhelm Trebin auf. Er,
Herr über 400 Morgen besten Rüben und Weizenbodens und feinster Bruchwiesen und über nunmehr 6 Mädchen, stiftete für alle, die mit denen im Schloss nichts zu tun hatten, ein ganzes extra Erntefest. Denn Wilhelm Trebin hatte zu seinem Schmerz seine Hoffnung auf den Erben aufgeben müssen. Seit die Störche seine Scheune nicht mehr aufsuchten, war seine Frau in Zurückhaltung verfallen und hatte den Betrieb überhaupt eingestellt. Da sie ihn einst erst mit dem Erscheinen der Störche aufgenommen hatte, war es nicht nur für Wilhelm Trebin erwiesen, dass der Graf Schuld hatte an dem Ausbleiben eines kleinen Trebin. Darüber waren nun wohl mehr als 10 Jahre vergangen, aber das extra Erntefest für die Bauern von Kummerow war geblieben. Martin Grambauer jedoch hatte schwere Sorgen. So schön es war, auch die gräfliche Auskost mitmachen zu können, im besten Anzug, mit weißem Kragen und kniehohen Lackstiefeln, was half das alles, wenn er nicht tanzen konnte? Und Ulrike Breithaupt hatte davon alles abhängig gemacht. Pastors Ulrike war nun mal, das wussten sie alle im Dorf und respektierten es, Martins Braut. Im Schießen, Schwimmen, Reiten, Rennen und Hauen fürchtete Martin Grambauer keinen Gegner. Im Brautwerben fürchtete er erheblich. So weit kannte er die Welt und die Frauen, um zu wissen, dass alle nach dem besseren Leben strebten. Zum besseren Leben aber gehörte tanzen können. Der Malzkeller war wie immer mit Girlanden und Kränzen geschmückt. An der einen Wand stand ein langer Tisch, fein gedeckt für die Gutsherrschaft und ihre besonderen Gäste. An der Wand gegenüber, auf einem Podium, saß die Kapelle. Da war auch der Bier- und Schnapsausschank, den Sprengmeister Dübelko unter sich hatte. An den Wänden dazwischen saßen auf den Bänken rechts die Frauen und Mädchen, links die Männer, soweit sie nicht am Tresen standen. In der Mitte wurde getanzt. Martin Grambauer hätte am liebsten schon beim Betreten des Malzkellers den Zeiger der Uhr angehalten. Solche Angst hatte er vor dem Augenblick, an dem er vor Ulrike hintreten und seine Verbeugung machen sollte. Die Großen mochten ruhig zusehen, das genierte ihn nicht. Aber Eberhard, der Grafensohn und die Pastorsjungen mit ihrem Besuch, die hatten sicher alle richtige Tanz- und Anstanzstunde gehabt. Aus lauter Verwirrung ging er an den Tresen und tat, als interessierte ihn mächtig, wie Meister Dübelko das Bier einschenkte. Plötzlich knuffte ihn einer an den Rücken. Es war Eberhard, der Grafensohn. Kommst du nicht an unseren Tisch, Martin? Sind schon alle da. Auch der Pastor und Ulrike. Warum ist sie denn nicht mit beim Umzug gewesen? Bist du böse mit ihr? Ich werde nicht tanzen. Meinetwegen kannst du immerzu mit ihr tanzen. Diesmal nicht. Ich habe da ein Mädchen bei uns im Internat, unserem Hausmeister seine Tochter. Der habe ich geschworen, dass ich heute nicht mit Ulrike tanze. Puh, ist mir egal. Mann, bloß. Da ist noch einer am Tisch. Wer? Einer aus der Stadt, von unserer Schule. Maximilian heißt er. Meinetwegen. Bist du verrückt, Martin? Das ist gegen den Ehrenkodex. Ulrike ist deine Braut und wenn er sich dazwischen drängt, hat er dich beleidigt. Wenn du schon auf unserer Schule wärst, könntest du ihn fordern. Fordern? Na, zum Duell. So musst du ihm einfach in die Schnauze hauen. Das hat er sowieso verdient, der Angeber. Hat schon in der Schule all die Tage so getan, als sei das gar nichts, unsere Ostküst. Wenn er sich an Ulrike ranmacht, darfst du nicht kneifen. Ich werde mir's überlegen. Tag, ihr. Ach, Johannes. Auf den Tag warte ich seit Tagen. Wirst du tanzen, Johannes? Und wie? Ich habe schon geübt in der Scheune. Wir müssen an den Grafentisch. Da hol ich mir das Komtesschen und du Pastors Ulrike. Machst du für ein Gesicht? Och, hab keine Lust mehr. Meister Dübelkone, Selter für uns. Johannes auch. Sieh, ich krieg eine ganze und alleine. Einen ins Genick kriegst du. Fragen Sie Eberhard. Na, Meister Dübelko. Wegen dem nur eine ganze Flasche Selter. Brauchen Sie nicht, geben Sie mir ein helles. Das verträgst du nicht. Was, wo ich schon fast erwachsen bin? Prost. Oh, Mensch, Johannes. Prost, Herr Graf. Prost, Jutta. Moin.
Kindertanz. Die hole ich mir jetzt zum Tanz. Los, Martin, zeig's diesem Maximilian, dem Laffen. Ach, lass mich. Ulrike tanzt schon. Seht euch bloß die deren an. Was hatten die da für einen? Martin, was ist denn mit dir? Ich muss hier raus. Warum bringst du Martin nicht mit an den Tisch, Eberhard? Den lass mal laufen, Herr Graf. Der hat die Büchsen schon wieder voll. So? Na, wie ihr meint, Krambauer. Laut zu. Essen und Trinken sind für die Mäuler gemacht. Ja, das braucht ihr dem Johannes nicht zweimal zu sagen. Stimmt, Herr Pastor. Willst du nicht tanzen, Jutta? Ich warte noch. Johannes, du frisst, bis du platzt. Einmal ist bloß Ausköst im Jahr, Jutta. Dafür hat er wahrscheinlich schon tagelang gefastet. Darf ich mal mit Jutta tanzen, Frau Gräfin? Ja, ich weiß nicht. Lass ihn ruhig. Zier dich nicht, Mädchen. Na komm schon. Ein Dübelspengel, der Johannes. Der wird's mal zu was bringen, Pastor. Das Komtesschen scheint nicht ganz eurer Meinung zu sein, Herr Graf. Zerr mich nicht so! Zeig mal deine Pfoten, Johannes. Och, sind die dreckig. Und all der Schmatter von dem Kuchen ist auch noch dran. Den willst du nur an mein Kleid wischen. Quatsch! Tritt mir nicht dauernd auf meinen neuen Schuh! Na, was soll denn das heißen? Denkst du, ich kann nicht so tanzen wie du allemal? Ich tanz mit dir, dass dir die Luft wegbleibt. In Rixdorf ist Musike, Musike, Musike. In Rixdorf ist Musike, Musike in Berlin. Wenn du nicht das Maul hältst mit dem ordinären Lied, lass ich dich stehen. Da tanzt die lahme Ricke, die Ricke, die Ricke. Da tanzt die lahme Ricke in Rixdorf bei Berlin. Pfui, ist das unfein. Bist wohl dammlich, singen gehört dazu. Schneller, Kapellmeister! Na, Pastor, da nimmt ja nun die Sünde am hellen Nachmittag ihren Lauf. Ja, Krambauer, Krambauer, dass aus eurem gottlosen Maul so moralische Erwägungen kommen. Was ich mit meinen Augen sehe, sind gottesfürchtige Kinder in heiterer Ausgelassenheit. Wenn mich meine Knochen nicht so schmerzen, würde ich mithalten wollen. Oh, das möchte die Gräfin leicht unschicklich finden. Wir waren ja alle mal jung. Und nur meine Tochter scheint es nicht zu behagen. Seht euch doch nur den Johannes an. Schmeißt die Beine, dass ihm die Stiefel wegfliegen. Oh Gott, und Minchen Dreibein gleich an den Kopf. Der Kantor hätte ihm seine alten Stiefel doch nicht vermachen sollen. Die sind dem jungen Fünfnummern zu groß. Johannes, geht auf die Ausköst tanzen und hat nicht mal Strümpfe an. Die Füße hat er sich auch nicht gewaschen. Na, und von unten erst. Die sind so schwarz als ein Schornsteinfeger seine. So ein alles Schwein. Seid ihr verrückt? Ach, ihr könnt nicht. Lass ihn laufen, Jutta. Komm, tanz mit mir weiter. Johannes! Verflucht! Mensch, Martin, was machst denn du hier? Blöde Frage. Ich zähl die Latten, die du beim Absturz aus dem Stallfenster zerbrochen hast. Und ich hab gedacht, der Spalier hält mich aus. Bist du auch abgehauen? Abgehauen? Geflüchtet bin ich. Die Stiefel vom Kantor sind mir beim Tanzen davongeflogen. Da hat sich das Komtesschen erschreckt, weil ich mir die Füße am Nachmittag nicht nochmal gewaschen habe, als wir unten im Sumpf waren. Dabei hat's mir meine Mutter ausdrücklich befohlen. Aber ich war... Ja? Was? Zu faul. Hä? Stimmt. Und nun? Holen wir uns ein paar Birnen aus dem Garten vom Pastor. Hä? Ja. Du hast Wut auf Ulrike und den Laffen aus der Stadt, hm? Ja. Ah, der läuft uns schon noch über den Weg. Schon am zweiten Tag nach dem Erntefest kam der Zusammenstoß. Dämlicher Dorfbengel, hatte der Stadtaffe zu Martin gesagt. Da lag er schon auf der Erde und bezog mordsmäßig Dresche. Dietrich Breithaupt eilte seinem Schulfreund zur Hilfe.
Da kam Johannes Bärensprung angerannt, barfuß. Inspektors schmutzige Langschäfte, die er putzen sollte, über den Hals gehängt. Er hatte den Krach von Weitem gehört und den weißen Schopf seines Freundes Martin auf der Erde zwischen Maximilian und Dietrich und Eberhard, der sie trennen wollte, entdeckt. Doch bevor Johannes einschreiten konnte, erschien Pastor Breithaupt, geholt von seiner Tochter Ulrike, die Rettung für Martin suchte. Pastor Breithaupt griff blindlings in den Klumpen und erwischte den, der oben lag, riss ihn hoch und haute ihm eine runter. Als ihn beiseite schmiss, sah er, dass der erste Junker Eberhard gewesen war. Um den Schaden wieder gut zu machen, griff er sich seinen ältesten Dietrich und verbimste ihn nach Strich und Farben. Dann langte er sich den Besuch aus der Stadt und haute dem erst mal eine. Der hat angefangen, Papa. Kleb ihm mal noch eine. Doch der Pastor war für Gerechtigkeit und klebte erst mal seiner Tochter eine. Was wieder Martin so verdross, dass er Herrn Pastor anschrie, obwohl aus dem Munde blutete. Wo sie ganz unschuldig ist! Pfui Deibel! Ja, seid du mal still. Und ihr Rabauken, benehmen sich so höhere Schüler vor einem Pfarrhaus noch dazu. Es ist eine Schande. Dann ging er davon. Die Jungs und Ulrike standen herum mit todernsten Gesichtern. In Martin wühlte der Zorn über die Besserstellung der höheren Schüler. Er reckte sich plötzlich und schrie. Von wegen, hauen ist nicht fein für höhere Schüler. Ist ja mal bloß, dass sie sich nicht trauen, nicht wahr, Ulrike? Oh, wenn ich ein Junge wäre, die haut dich alle in Klump. Die kannst du auch als Mädchen in Klump hauen. Die haben auch vor dir die Hosen voll. Höhere Schüler hauen sich überhaupt nicht. So? Was tun denn die, Ewart? Die schlagen sich. Als wenn das nicht dasselbe ist. Hauen und schlagen. Da kannst du auch noch Prügel sagen. Oder vertobacken. Die Stiesel wissen ja nicht mal, was ein Duell ist. Martin, du musst ihn fordern. Maximilian hat dich beleidigt. Eindeutig. Ihr müsst ein Duell austragen. Mit so einem schlage ich mich nicht. Der ist nicht satisfaktionsfähig. Nicht Satisfax? Ach Mensch, der hat die Hosen voll und will kneifen. Du musst weg, Ulrike, das ist nichts für Mädchen. Ich werde euch was husten von wegen weg. Und wenn, dann sag ich's Papa. Schön, meinetwegen. Ich will mitspielen bei diesem Duell. Hier wird nicht gespielt. Das ist bitterer Ernst. Mit einem von der Dorfschule duelliere ich mich nicht. Das ist gegen die Ehre meiner Schule. Martin ist schon für die höhere Schule angemeldet. Ab Ostern geht er auch. Das ist so gut, als würde er jetzt schon gehen. Ich kann ihm ja einfach ein paar reinlangen. Vielleicht genügt ihm das. Das Duell findet statt. Wir müssen nur noch klären, womit ihr euch schlagt. Im Internat haben wir nasse Handtücher genommen. Nasse Handtücher. So ein Blödsinn. Wir brauchen Schuss- oder Stichwaffen. Eberhard soll seine Teschings holen. Teschings sind keine Duellwaffen. Na, und Säbel haben wir keine. Blut darf überhaupt nicht fließen. Sollen Sie sich doch mit Wasser beschnirksen. Nicht wahr, Johannes? Ich bin für die Schlura. 20 Schritt Abstand, jeder bleibt in seinem Kreis. Und womit schießt ihr? Mit Kartoffeln. Schlura, was ist denn das? Eine Art Schleuder. Das ist doch keine Duellwaffe. Das wirst du schon merken. Maximilian kriegt 10 Probeschüsse. In Pastors Gemüsegarten wurde das seltsame Duell ausgetragen. Pastors Haselnussecke gab die Waffen ab und Pastors Kartoffeln die Munition. Als Maximilian beim 5. Schuss endlich die Stalltüre traf, erklärte Eberhard den Beginn des Duells. In Kreisen von 1 Meter Durchmesser, die mit der Fußspitze markiert waren, standen die Gegner. Zwischen sich 20 durch Eberhard nicht gerade weit bemessene Schritte Distanz. Martin lang, hager und mager, die Hosenträger auf den nackten Schultern. Er machte ein ernstes Gesicht. Das gehörte sich so bei einem Duell und er ärgerte sich, dass sich durchaus keine traurigen Gedanken an den vielleicht letzten Tag seines Lebens einstellen wollten. So wippte er dann nervös mit seiner Schlura. Maximilian hatte ziemlich Fett auf dem Balk und statt der Hosenträger wurden seine unaussprechlichen von einem Gürtel gehalten. Eberhard fragte, wer anfangen sollte. Er war für Martin. Johannes für beide zugleich. Als Ulrike einfiel, sie hätten ja vergessen, wie viel mal Kugelwechsel sein sollte. Eberhard schlug 10 Mal vor, doch dagegen protestierten Ulrike und Johannes. Mindestens 20 Mal. Bis zur Kampfunfähigkeit. Unmöglich, das ist gegen die Regeln. 10 Schuss für Martin, 20 für Maximilian. Lasst ihn immer 2 Mal schießen, damit er auch trifft. Los, fang an, Maximilian.
Eins, zwei, drei. Rutscht ihm die Kartoffel weg. Na nochmal, los. Ach, das gilt nicht. Er darf nochmal. Er schießt dir in die Luft. Hey, du denkst wohl, ich sitze auf dem Birnbaum da drüben. Ich mag nicht mehr. Lasst mich in Ruhe. Bist du verrückt? Soll ich in der Schule erzählen, dass du versagt hast? Lass ihn, Eberhard. Er hat Schiss. Schiss? Pfui. Sowas kenne ich nicht und sowas Ordinäres sagt man bei uns nicht. Es ist bloß... Ja, bei euch, da sagt man, du hast die Hosen voll, nicht wahr? Es ist nicht gerecht, darum ist es. Was ist denn hier nicht gerecht, hä? Er hat seine breiten Hosenträger über der Brust und das ist sein Schutz. Wie ein Panzer ist das. Wenn ihn da meine Kugel trifft, da fühlt das nicht. Ich bin oben ganz frei. Stimmt. Da ist was dran. Da muss Martin eben auch seine Hosenträger abknöpfen. Na, da rutschen mir doch die Buchsen runter. Eberhard bockt dir seinen Gürtel. Und ich? Soll ich meine Hosen mit den Händen halten? Natürlich. Du kämpfst doch nicht. Meinetwegen. Hier hast du den Gürtel. Du bist jetzt dran mit dem Schießen, Martin. Mach schnell. Ich zähle. Eins, zwei, drei. Donnerwetter, da saß was hinter. Aber vorbei. Ja, ich muss mich erst einschießen. Der Nächste sitzt. Wetten? Hä? Maximilian! Mensch, du zitterst ja! Na mach schon, du bist dran! Maximilian wählte eine besonders dicke Kartoffel, was töricht war, schwippte auch richtig beim Zählen und schoss mit leidlichem Schwung. Alleine hatte schlecht gezielt und die Kugel traf Ulrike an den Kopf. Bei Martins Schuss hätte das ernste Folgen haben können. So war es mir der Schreck, der Ulrike aufschreien und taumeln ließ. Alle liefen hin und umringten die weinende Ulrike, die sich den Kopf hielt. Du blutest, Ulrike. Ist es aus dem Mund oder aus der Nase? Ulrike schüttelte den Kopf, doch sollte das weniger eine verneinende und mehr eine reinigende Gebärde sein. Und in der Tat spritzten Tropfen umher und färbten den Rasen rot. Für Martin wurde es noch schauerlicher und echter in der Romantik, als er bemerkte, dass er einen großen Tropfen auf seine nackte Heldenbrust bekommen hatte. War es auch nicht das Herzblut der Geliebten, so war es doch ihr Nasenblut. Dies hat er fachkundig festgestellt. Und Nasenblut kann einen Liebhaber genauso stark erschüttern. Heul mal nicht so, dumme Liese. Das ist ja bloß... Wie eine angeschossene Tigerin sprang Ulrike los und krallte ihre vom Griff an die Nase rötlich gefärbten Finger in Maximilians Gesicht. Sanft war ihr Ansprung nicht, denn Maximilian stieß sie wütend zurück und gleich so heftig, dass Ulrike purzelte, da entrang sich ihrer geschundenen Ehre nur ein Schrei. Martin! Das zündete. Im Nu war Martin Schlurer auf den Nacken den feisten Rücken Maximilians niedergezischt und hatte auch gleich eine schöne rötliche Spur hinterlassen. Maximilian war alles egal. Er schlug mit seiner Waffe zurück und traf Martins Kopf. Der griff zum Kampfmittel seiner Väter. Er nahm die Fäuste. Sie überkugelten sich ein paar Mal. Als Martin aufsprang, hielt der andere sich an Martins Hosen. Die rutschten und Martin Grambauer stand paradiesestarr, mit nichts bekleidet als mit seinen Strümpfen und Schuhen, Eberhards Lederriem um den nackten Leib. Vor Scham und Wut schrie Martin auf, blieb bei der Wut und setzte den Kampf fort, unbekümmert um die schamhaft abgewendete Braut. Die hat ihren eigenen Schmerz vergessen, auch ihre eigene Kampfeslust und war wieder ganz sittsames Mädchen geworden. Und da sie kein anderes Mittel wusste, den schaurigen Kampf zu beenden, schrie sie plötzlich laut: Papa kommt! Mit Hosen wäre das Martin egal gewesen, aber ohne Hosen. Martin entriss dem Gegner die Hose, erwischte auch noch sein Hemd und rannte hinter den Komposthaufen. Johannes setzte über die Mauer zum Friedhof hinüber. Maximilian nahm sich Zeit, sein Hemd und seine Jacke zu ergreifen. Dann jagte er hinter Eberhard her, der sich die Hosen mit der Hand hielt und nach Martin und seinem Gürtel schrie. Der Schauplatz des Duells war leer. Es hatte nicht eine Minute gedauert. Nur ein paar blutbenetzter Hosenträger lag auf der Wahlstatt.
Am Birnbaum aber stand Ulrike und lächelte über den Erfolg ihrer List. Dann sah sie zum Komposthaufen hinüber. Martin! Martin! Wo steckst du denn? Papa feiert doch seinen Geburtstag. Er wartet auf uns. Pastors Geburtstag war keine so kostspielige Sache für das Dorf, wie es den Anschein hat oder in anderen Dörfern damals noch Sitte war. Nicht so in Kummerow. Die Eingeladenen gratulierten ein paar Tage vorher mit einer dicken Wurst vom Vorläufer, ein paar Mandeln Eier, manche auch mit einer Gans. Jedenfalls gratulierten sie so, dass dem Pastor die Freude des Gastgebers auf dem Gesicht stand und er sogar bedauerte, nicht 12-mal im Jahr Geburtstag zu haben und ein Festessen rüsten zu dürfen. Gottlieb Grambauer hatte diesmal ein großes, selbstgebackenes Brot geschickt und eine Flasche richtigen Cognac mitgebracht, als sich alle die Eingeladenen zum Spätnachmittag mitsamt den Kindern in Pastors guter Stube versammelten. Haltet ihr das Geschenk nicht für verschwenderisch, Grambauer? So teuren Cognac und meine Lieblingsmarke dazu. Pinet, Castellon und Co. 3 Sterne. Oh, für mein Seelenheil und euren Geburtstag ist mir nicht zu teuer, Herr Pastor. Dann solltet ihr öfter zur Predigt erscheinen, Grambauer. Das ist es ja. Immer wenn ich euch gehört habe, plagt mich mein Gewissen. Und ich kann nicht mehr ruhig schlafen. So? Vielleicht können Sie mir den Druck von der Seele nehmen. Nämlich, dass zum Beispiel, wie Sie neulich gepredigt haben, eine kleine Schwindelei und schadet sie auch keinem, doch eine Sünde ist. Ja, sogar dann, wenn damit einem armen Menschen geholfen wurde. Geholfen wurde, ohne einem anderen auch nur um einen Pfennig zu schaden. Na, Grambauer, ihr scheint ja recht in Seelennöten. Und ich dachte, ihr treibt euren Scherz mit mir. Aber nicht doch, Herr Pastor. Ich will Gewissheit haben, ob eine kleine Schwindelei eine Sünde ist und nicht ebenso gut ein Gott wohlgefälliges Werk sein kann. Na, 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 Grambauer, das ist doch nicht euer Ernst, dass eine Schwindelei unserem Herrgott gefällt. Es ist wohl besser, wir machen die Mäuler nicht mehr zum Reden, sondern zum Essen und Trinken. Oh, ja. Der Johannes hat schon hungrige Augen und euer Martin leckt sich auch die Lippen, Grambauer. Ja. Los, Kinder, bestellt mir die Gans. Ja. 3, 4. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß. Gleich, ich muss sie erst bloß noch trangieren. Schicken Sie sie nur ganz rein, Frau Pastor. Wir werden sie schon zertrümmern. Ein Schnitt lang, ein Schnitt quer, das macht fair. Gleich, Herr Kantor, gleich ist es soweit. Derweil erzählt uns Freund Grambauer vielleicht doch, was er in Gottes Namen für Schwindel getrieben hat, der sein Herz so bedrückt. Oh, mit Vergnügen, Herr Pastor, mit Vergnügen. Weiß ich doch, dass ich mein Seelchen erleichter. Es war... als ich den Cognac da holte. Denn hier in der Gegend gibt es so teure Getränke ja nicht. Ja, da war nämlich nun der Eisenbahnwagen voll. Ja, und wir fingen schon an, zum Aussteigen zu rüsten. Da schreit mit einem Mal eine Frau, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich bloß? Schreit die Frau? Ja, schreit sie. Ja, und wir waren alle sehr neugierig. Ja, wie wir. Ja, und schließlich, da bringt sie heraus, dass sie ihr Billett verloren hat. Na, wir sehen sie uns alle erst mal neugierig an und dann zockeln wir jeder unser eigenes Billett raus und sehen es an. Und dann sehen wir uns alle wieder an. Und dann stecken wir wieder alle unsere Billette weg und genießen die Zufriedenheit, dass wir unsere Billette haben. War das die kleine Schwindelei, von der ihr sprach, Grambauer? Ich meine, hat die Frau geschwindelt? Aber nicht doch, Herr Pastor, es geht ja erst los. Ja, liebe Frau, sag ich, dieweilen Sie immer weiter schreit, da hilft nichts. Da müssen Sie eben ein neues kaufen. Die anderen, die nicken dazu und das war ja auch klar. Was bleibt einem denn übrig, wenn er sein Billett verliert? Aber, sag ich noch, sie soll doch erst mal überall nachsehen. Und einer, der hinter mir saß, fragte noch, ob er ihr behilflich sein sollte. Nämlich,
Sie war gerade dabei und hatte ihre Plünnen hoch. Und wühlte nun so in ihrem Unterrock rum. Aber lieber Krambauer, die Kinder, die Kinder. Das hat nichts zu bedeuten. Es war ja nur Ulsch. Na, sie sucht ihre Sachen auch durch. Aber wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren. Und da fing sie an zu heulen, sie hätte doch kein Geld nicht, bloß noch einen Groschen für die Straßenbahn und zurück, da würde es ihre Tochter bezahlen und sie sei ganz arm. Und na, da schlage ich denn vor, wir wollen alle zusammenlegen. Aber da gucken alle weg und fangen an, miteinander zu reden. Ja, liebe Frau, sage ich. Sie sehen, es ist nichts mit der christlichen Nächstenliebe und den guten Werken auf Erden. Und den Armen beißen alleweil die Hunde, sag ich. Wenn es nicht mit der Realität geht, dann geht es am Ende mit Gottes Hilfe. Und ich gebe ja mein Billett und sage, ja, nehmen Sie mein Billett, geben Sie es ab und alles ist gut. Ihr gabt ihr einfach euer Billett? Ja, sie war wohl wirklich eine gute arme Frau. Denn sie wollte es partout nicht annehmen. Sie könnte mich nicht berauben und nun hätte ich doch keinen zu müssen nachlösen. Das lassen Sie mal meine Sache sein, sagte ich zu ihr. Der liebe Gott möge es Ihnen vergelten, sagt sie und setzt hinzu. Nee, was es doch für gute Menschen in der Welt gibt. Und dann gelobt sie mir, sie will jede Nacht für mich beten. Ich sage, das sollte man tun. Das könnte die alte Sünder wohl gebrauchen. Aber sie will das nicht wahrhaben mit dem alten Sünder, Herr Pastor. Ich sei ein guter Mann, Herr Pastor. Und wenn alle Christenmenschen auf Erden so gut wären, Herr Pastor... Krambauer, sagt sie, Herr Pastor. Dann brauchte es am Ende gar keine Pastors mehr zu geben. Ja, das hat sie gesagt, Herr Pastor. Ich bin ja da anderer Meinung drüber. Sie doch auch, Herr Pastor. Hier ist die Gans. Lasst sie euch schmecken. Ich hab zwar bannigen Hunger, Krambauer, aber ich bin doch verdammt neugierig, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ja, die 20 Mann in dem Eisenbahnwagen blieben alle dicht bei mir, denn ich hatte leider gesagt, als sie mich für dumm erklärten, weil ich für einen wildfremden Menschen nun selbst ein Billett nachzulösen hätte, da hatte ich gesagt, weil man noch eher schlecht als dumm sein will, dass ich gar nicht dran dächte, ein neues Billett zu lösen. Ohne Billett käme aber keiner vom Perron nicht, kakelten sie. Ich sagte, ich komme durch. Aber meine Herren, Sie müssen anfangen. Herr Krambauer kann seinen Eisenbahnwitz ja nachher weitererzählen. Gewiss doch, Frau Pastor. Ist ja Mann auch bloß ein dummer Witz von einer schlichten Tat. Und Gänsebraten essen ist kein Witz und eine bessere Tat. Darum nehme ich mir nun mit Verlaub eine Keule. Aber Vater, der Kerl an der Sperre, der hat dich doch nicht durchgelassen. Er hat mich durchlassen müssen, Martin. Müssen? Wieso? Weil ich ihm sagte, ich heiße Gottlieb Krambauer und bin aus Kummerow. Aber wir wollen mal nicht Frau Pastor ärgern. Und lieber erst essen. Papa, du hast ja sicher nichts dagegen, wenn Onkel Krambauer nur so ein kleines bisschen weiter erzählt. Ja, klar, weiter erzählen. Ja, weiter erzählen. Ich weiß ja nicht, ob das für die Kinder nun so lehrreich sein wird. Oh, ich bin der Meinung, dass gerade ein kindliches Gemüte diese Geschichte anhören kann. Aber Ulrike hat recht, wir müssen da wohl Herrn Pastor fragen. Wenn ihr versichert, dass sie nicht unmoralisch endet? Oh, keineswegs, Herr Pastor, keineswegs. Als ich nämlich ausgestiegen war, da blieb ich ein bisschen zurück und luchse so hin, bis die Frau durch die Sperre durch ist. Na, und da sehe ich denn mehrere von den Leuten aus meinem Wagen an der Sperre auf mich warten. Ja, ich gehe als Letzter. Und dieweil ich doch kein Billett habe, drücke ich dem Schaffner, der da steht, so recht nett die Hand und lächle ihn an und gehe durch. Hey, Sie, ruft er mir nach. Ihr Billett. Mein Gott, was habt ihr gemacht? Seid ihr gerannt? Gemach, Herr Kantor. Na, ich bleib stehen, gehe sogar zurück und sehe ihn verwundert an und sah, mein Billett? Ih, Mann, das haben Sie ja. Er aber sagt böse, reden Sie keinen Unsinn nicht. Sie haben mir kein Billett gegeben. Mann, ruhig, sage ich, das wird sich ergeben. Sie haben mein Billett gekriegt. Was soll ich sagen? Schreit er mich doch an, ob ich ihn verhohne piepeln will.
und er wird mich zur Anzeige bringen und ich sei ein Betrüger und das koste Gefängnis. Da wart ihr ganz schön in der Klemme. Mann, sag ich. Machen Sie sich nicht unglücklich und beleidigen Sie nicht einen Menschen, der ein Freund der Armen ist und seine Zeit und Ruhe und sein Hab und Gut für andere opfert und sich dafür auch noch beschimpfen lässt. Ja, habt ihr da nicht ein wenig übertrieben, Krambauer? Aber nein, Herr Pastor. Ich hatte doch mein Eigentum gewissermaßen als Schärflein an die arme Witwe gegeben. Nicht wahr, Frau Pastor? Aber Sie hatten dem Mann auch kein Billett gegeben und da war er doch im Recht. Ich habe der Wahrheit gemäß geantwortet, dass er mein Billett bereits hat. Und dies war an dem. Da ist doch von keiner Unwahrheit zu reden. Ich musste mit ins Amtszimmer kommen. Der Bahnhofsvorsteher wird gerufen und noch zwei Beamte sind da. Und der Schaffner erzählt, dass ich ihm keine Karte gegeben habe. Man bloß so die Hand gedrückt. Und das sei eine doppelte Schweinerei. Ich verbitte mir natürlich solche Beleidigungen. Er hätte mein Billett gekriegt. Da könnte ich jeden Eid drauf schwören. Dieses verbiestert nun doch wohl den Bahnhofsvorsteher etwas. Und er sagt, lieber Herr, der Beamte würde doch dergleichen nicht behaupten. Ich sage, da irrt er sich eben. Denn er hat mein Billett gekriegt. Da sagt der Vorsteher, das ist nicht zu beweisen. Sie müssen nachzahlen. Ich tue, als denke ich einen Augenblick nach. Dann sage ich, wo sind denn jetzt die Billette? Er zeigt auf einen großen hölzernen Kasten, den der Schaffner mit reingebracht hat und wo er die Karten bei der Abnahme reingeschmissen hat. Ich sage, meine Herren, wir können uns alle irren. Ich auch, wenn das auch fast niemals vorkommt. Nur hören Sie mal zu. Ich heiße Gottlieb Krambauer und bin aus Kummerow und bin da selbst im Kirchenrat. Und ich bin heute nach hier gereist, um unserem Herrn Pastor zum Geburtstag eine Flasche Cognac zu kaufen. Pinet, Castellan, 3 Sterne. Diese Marke liebt er sehr. Und die gibt es in Kummerow und Randemünde nicht. Das mit dem Cognac brauchen Sie ja nun da nicht gerade anzubringen. Das ist aber die reine Wahrheit, Herr Pastor. Ja, wenn schon. Es hat sich ja keiner danach gefragt. Dieses ist wohl richtig. Aber man soll auch nichts verschweigen, heißt es beim Eid. Und das haben Sie neulich auch in der Predigt gesagt. Und das ist doch wohl maßgeblich, meine ich. Ich sage also, wer ich bin. Und dass ich die Reise mache wegen dem Cognac für unseren Herrn Pastor. Er sagt noch, ich müsste es dicke haben, wegen einer Flasche Cognac so weit zu reisen. Ich sage, dicke habe ich es gar nicht. Aber wir in Kummerow, wir lieben unseren Herrn Pastor. Und schließlich hat er ja auch bloß einmal im Jahr Geburtstag. Ja, sag ich, da habe ich mir nun heute zum 9 Uhr Zug mein Billett in Kummerow gekauft. 4. Klasse, kostet 1,40 Mark. Das kann Ihnen Ihr Kollege in Kummerow, der Bahnhofsvorsteher Heinrich Pegelow, welcher ein Freund von mir ist, bezeugen. Und er kann es auf seinen Diensteid nehmen. Dies ist ja wohl ein Beweis. Der Vorsteher denkt nach und sagt dann, ich will ja nicht bestreiten, dass Sie in Kummerow eins gekauft haben. Aber Sie können es doch verloren haben. Und da müssen Sie eben nachlösen. Sag ich drauf, mein Billett muss in dem Kasten da sein, wenn der Schaffner Sie alle wirklich reingeschmissen hat. Ja, lacht der Vorsteher. Aber das braucht nicht Ihres zu sein. Sehen Sie, sag ich, ich habe da so eine Angewohnheit. Es ist eine dumme Angewohnheit von Kindheit an. Aber wir haben ja alle unseren kleinen Zislaweng. Sie sicher auch. Na, meiner ist, dass ich immer gern kritzeln tue, wenn ich Langeweile habe. Na, und wer langweilt sich nicht in ihrer Eisenbahn? Na, und da habe ich mir angewöhnt, so auf Sachen, die mir gehören, meinen Namen zu kritzeln. Auch auf die Billette. Das dürfen Sie nicht, sagt der Schaffner. Ein Billett ist Staatseigentum und darf nicht beschädigt werden. Nun, das ist vielleicht eine verbotene Handlung, sag ich. Aber wie das so manchmal ist mit den verbotenen Früchten, ich glaube, diesmal könnte ich damit die Wahrheit beweisen. Ist es nicht in dem Kasten, will ich gern nachlösen. Recht muss sein. Ist es aber drin, meine Herren, bezahle ich nicht noch einmal. Und Sie haben mich unschuldig verdächtigt. Der Schaffner hat den Kasten umgestülpt, dann haben sie das Billett rausgepulkt und da steht wahrhaftig mit Bleistift in der Ecke, Gottlieb Krambauer. Der Vorsteher hat einen roten Kopf gekriegt und der Schaffner einen weißen. Wie ist das möglich? Schröder, fragt der Vorsteher. Der Schaffner steht ganz verbiestert und sieht bloß immer die Fahrkarte und mich an. Dann sagt er, ich kann beschwören, er hat mir keine Karte gegeben. Mann, sag ich,
Irren kann sich jeder, ich auch, wenn es auch noch niemals passiert ist. Aber im Irrtum ausharren, das ist nicht schön. Oder glauben Sie, dass ich ein Hexenmeister bin? Dann hätte ich ja auch die Karte in Ihrer Hand, statt in den Kasten hexen können, nicht? Und Sie bitte ich, Herr Vorsteher, dass Sie es ihm nicht weiter nachtragen. Er sieht ja sonst ganz zuverlässig aus. Und mir ist ein pflichttreuer Beamter, der sich mal irrt, viel lieber als ein Schlumpier, dem es egal ist, ob einer ein Billett hat oder nicht. Ja, der Vorsteher hat sich bei mir entschuldigt und ich möchte es der Eisenmann nicht für übel nehmen. Wir haben uns alle die Hand gegeben. Und als ich nachmittags nach Hause fuhr, da habe ich für den Schaffner Schröder ein paar gute Zigarren mitgebracht. Die hat er angenommen und mein neues Billett, das hat er nach allen Seiten gedreht. Dann hat er gesagt, diesmal steht doch Ihr Name nicht drauf. Ich aber sage lächelnd, wozu auch, Herr Schröder. Es hat also keiner Schaden gelitten, Herr Pastor. Auch die Eisenbahn nicht. Aber ich habe eine arme Witwe vor Kummer bewahrt. Und warum soll ich nun ein schlechter Mensch sein, wo ich doch die Schierereien auf mich geladen habe für andere? Ich habe eine gute Tat getan und sehe darüber dermaleinst dem himmlischen Schöffengericht da oben mit Ruhe entgegen. Sprach's und biss in die Gänsekeule. Dann griff er lächelnd zum leeren Schnapsglas und hob es gegen das Licht. Das verstand Pastor Breithaupt. Schweren Herzens griff er mit der linken nach der Flasche Pinet, Castillon und Co., mit der rechten in die Hosentasche und langte ein Korkenzieher heraus. Aber er stiftete doch nur ein Gläschen für jeden. Dann tat er, als wollte er die Flasche kühl stellen und kam mit einer Flasche Korn zurück. Beim Einschenken vergaß er dann wohl, die Frage nach dem moralischen Wert der Gottlieb-Grambauerschen Handlung zu beantworten. So holte es dieser selbst nach. Er hob das Glas mit dem Korn gegen das Licht und sprach. Denn was ist ein Gerechter, meine Herren? Erst ist er gelb wie Cognac und nachher weiß wie Korn. Und keiner hat der Verwandlung geachtet. Und warum nicht? Wat den ihn sin Ulis ist den andern sin Nachtigall. Oder auf Deutsch, lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Prost, Herr Pastor. Und die Runde tat ihm und dem Pastor Bescheid, denn unter Gerechten findet ein Gerechter immer Verständnis für die Widersprüche dieser Welt.